Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015. Mit dabei ist der Alex. Hallo Leute! Ja, und wir werden jetzt erstmal noch die Sachen abladen, wie gesagt, und ja. Genau, und das wird ein bisschen trickiger, denn da liegen noch ein paar Sachen, sind natürlich auf dem anderen, auf dem, wo Julian jetzt gerade ist, drüben auf dem anderen LKW und liegen auch noch auf der Straße. Und ich habe mich jetzt auf der anderen Seite gerade positioniert, um die Sachen zu nehmen und in den Bereich reinzulegen, weil das nicht so gut, weil immer von der anderen Seite passt es ganz genau nicht, dass man in den Bereich reinkommt. Ich glaube, diese Baustelle hätte nicht mal so einen Kranplatz, von daher können wir den nicht benutzen. Aber ich glaube, ich komme auch nicht ran. Nee. Nein. Ich komme auch nur bis zur Hälfte, weil hier auch noch ein Erdhügel steht und ich nicht so weit ran kann. Oh, toll. Heißt, irgendwie müssen wir es. Wie viel machen wir das jetzt? Wir müssen die Sachen, glaube ich, doch rumfahren. Hä? Du bist. Warte, wieso kommst du nicht dran? Du bist doch mitten. Ach so, an die Palette nicht. Ja. Ja, genau. Du kommst ja auch nicht weiter als so, ne? Oh. Weiß nur nicht, wie weit. Ja, nicht großartig jetzt weiter. Von daher, ich komme da nicht ran, das bringt nichts. Lass die Sachen einfach dran. Oder die Mutter muss da die Sachen, dann naht die Sachen jetzt bei dir alle auf und dann kommst du halt rüber gefahren. Dann nehme ich die hier mit dem Kran ab. So. Dann naht ihr alles auf, was auf der Straße liegt, hinten drauf. So. Ach ja, was für ein Umstand, wie ihr seht's, Leute. Ja, richtig, richtige Logik hier. Genau, es sind oben ist noch eine Palette drauf, die musst du ja auch noch nehmen, die oben drauf steht, weil da komme ich auch nicht ran. Dann haben wir hier noch die drei auf der Dings, der Straße. Du musst die auch mal vernünftig auflanden, sonst fallen die wieder runter, also sonst können wir die wieder nicht befestigen. So wie doch, das geht schon. Ja, geht schon. Nächster Bug, fallen sie wieder alle runter. Aber muss ja nur bis da hinten dann reichen. Genau. So. Ja, und ich kann ja einfach gerade mal chillen. Geht leider gerade nicht effizienter. Den Wagen da hinten habe ich mich jetzt schön stehen lassen, weil es wird jetzt auch keinen Sinn machen, das alles zusammenzufahren und dann hierher zu fahren und anfangen, die Paletten mit aufzuladen und dann wieder den da auszufahren. Nee. So, ich kann aber hier die Paletten mal richtig hinstellen, zack. Ich glaube aber, so weit komme ich mit dem Kran. Ja, doch. So. Natürlich kommst du. Müsste passen. Ja, es ist ja nicht weit. Ja. Passt doch alles. Wunderbar. So. Und jetzt darf ich mal wieder den Chef spielen. Weide. Ja. Gar kein Problem. Ja, an die nicht. Ja, die anderen. Wie es bei den anderen aussieht. Ja. Weiß man nicht so genau. Jetzt können wir Julians Aufladkünste bewundern. Was fallen lassen. Passt ja, schon so. Das sind Julians Aufladkünste. Ui. Ja, ich habe aber keine Lust, das richtig aufzuladen, weil ich gleich wieder abladen muss. Ja. So. Aber im Moment kann man sogar noch fixieren. Sichern. Weiter. Das schaffst du. Gib mir Mühe. Sag jetzt nicht 2 Meter. Doch. Eine Ausfahrschiene hast du noch. Perfekt. Das wär's jetzt gewesen. 2 Meter. Deswegen nochmal umsetzen, ey. Das wäre richtig geil. Nein, wär richtig scheiße. Ja, vor allem, wir wollen ja heute nochmal in der Folge eine neue Baustelle anfangen und uns vor allem erstmal die Fahrzeuge kaufen. Wir haben ja jetzt 508.000. 500? Ich kann schon mal kurz gucken, was hier so eine Ausschreibung wieder gibt. Hauptsache was Vernünftiges, wo man nicht baggern muss. Genau. Aber überall im Moment ist ein Bagger dabei. Überall. Oh. Au. Es gibt nur so 10.000 Euro Sachen, die keinen Bagger haben. Oh. Das sieht scheiße aus. Was gibt hier am meisten Kohle? Am meisten Kohle gibt wieder was mit zweimal Baggern. Hm. Ja, vielleicht warten wir und dann vielleicht sind ja schon wieder neue da.
Jo, Wenn wir die hier. vor allem, wenn wir den Betonmischer gekauft haben. Sind gerade noch 4 Minuten, Genau. bis die nächsten Ausschreibungen kommen. Wir haben hier halt auch Sachen für 70.000 Euro, oder hier für 243.000 Euro. Ja gut, das ist aber überall, wo über 200.000 ist, ist Mach immer mal so fest. Scheißbaggern dabei. Jo. Ja, gut. Dann nehmen wir halt die unter 200.000 Euro, juckt mich auch nicht. Vor allem, wenn der Betonmischer da ist, dann will ich erstmal sehen, wie es dann aussieht. Kommen ja vielleicht auch neue Aufträge, ne? Genau. Ja, die sind ja jetzt im Moment auch gar nicht dabei. So. Da müssen wir dann einmal noch eine Ausschreibungsrunde abwarten. Ja. So. Passt. Aussteigen. Hier, lösen, lösen. Ach so. Stimmt. Perfekt. Jetzt können wir die 6 Sachen da auch reinschmeißen, dann ist gut. Ja. Xiglo, kann man da. Nee, Kann man schade. da reingehen? Das wäre voll cool. Weil nervt mich irgendwie. Wäre auf jeden Fall voll cool gewesen, wenn man da reingehen könnte. Oh. Ja, jetzt komme ich aus Loch nicht mehr raus. Geil. Ja, weil das so abgeschnitten ist, ne, durch das Überspringen. Und da gibt es dann Ah. nicht, wie wenn man selbst baggert, kann man sich immer hochjumpen. Aber wenn es so abgeschnitten ist, dann nicht. Jo, geil. Steig mal schnell hier ein. Ja, muss halt irgendein Fahrzeug einsteigen, ist ja easy. In das gehe ich. So. Ich muss mal ganz ausfahren jetzt, weil ich nämlich brauchen hier für den. Der ganz hinten ist. Wie, ich komme da jetzt nicht ran. Aber doch, da komme ich ran. Doch. Hä, wo ist denn da die Schlinge? Unten runter. Ja, geil. Da komme ich gar Aber nicht dran bei der Kiste. auf einen LKW kann man ihn nicht so zurücksetzen, ne? Nee, nicht so gut. Das ist jetzt scheiße. Ich mache es mit den anderen beiden. Nein! Oh. Okay, steigen wir hier mal schnell ein. Gucken wir hier auch schon Und du mal. hast das Spiel Was denn? verlassen. Ja, der Winkel. Warum verlässt du immer das Spiel? Unabsichtlich. Ist jedes Mal ein Disconnect oder was? Läuft bei dir. Dein Da Internet. steht, Verbindung wurde getrennt. Dein Internet ist ja richtig scheiße. Ja. Oh, jemand tritt im Spiel bei. Jetzt werde ich hier gleich auch wieder. Geht das da jetzt schon? Ja, jetzt muss ich auch wieder warten. Muss aber bei mir immer erst ab 90% warten. Ah, wir sind mal wieder in den Ladescreen. Mal wieder. Mal wieder. Komm, lass fallen. So. So, jetzt, wie machen wir es jetzt mit dem letzten? Das ist das Problem gerade eben. Alter, 19 FPS läuft. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier rankomme. Ah, doch, jetzt geht's. Ich komm dran. Irgendwie unterirdisch. Juhu. Sehr gut. Ist doch perfekt. Nein. Warum bist du festgesetzt wieder ins selbe Loch? Läuft bei dir. Ja, ich weiß nicht. Ich war schon mal so ein Vaterkindler. Mach den Baustellenbereich frei. Juhu. Julian, du musst auch weg. Stand da auch eine Auflistung gerade eben. Julian muss weg.
Ich muss weg, Ja, okay. jetzt fahr mal den einen Dings raus oder wir lassen das. Nee, wir lassen das Ding am besten direkt einfach hier ab in die Firma direkt. Firmengelände Ja, ich wollte Stadt. gerade sagen. Zack, zack. Vielleicht ein bisschen logischer. Steht hier irgendwo eine Betonpumpe zufällig? Nö. Hey, wo bist denn du? Bin schon beim Fahrzeug hin. Ach so, und ich darf gerade die Fahrzeuge alle wegkriegen. So, das wäre erstmal unsere Abschlusskohle kriegen. Ja. Juhu, durchschnittlicher Leck. Meister. 4000. Alter, 299.000 waren es jetzt insgesamt. Alter, boah, wie viel Asche. 547.000 habe ich jetzt insgesamt. Jo, Alter. Jo. So, erstmal hier ab zum, was war's nochmal? Fahrzeughändler. Jupp. Guten Tag. Guck her. So, was haben wir hier? Betonpumpe und Betonmischer. Betonmischer kostet sogar noch 130.000. Haben wir also noch ein bisschen Geld über. Wir haben noch genug Geld über. Betonpumpe. Ich habe noch 217.000 über. Läuft. Boah. Nice. Wo ist der Betonscheiß? Lol. Mal gucken, wie es jetzt mit den Aufträgen aussieht, ob da schon irgendwas Neues dazu gekommen ist jetzt. Nee. Mal gucken, wie man das Ding hier überhaupt, oh, steuert. Oh, jetzt will er uns Lehrgänge und so einen Scheißdreck dafür wieder andrehen und Sonderaufträge. Ja, wie steuert man denn den hier überhaupt? Geil. Wie man die Sachen ausfährt und sowas. Ja, ich meine, den Betonmischer muss man ja auch hinten irgendwie drehen. Ah, ich glaube. Ah, ich habe es schon rausgefunden. Na guck, hier muss man aber auch Sitzfüße und sowas ausfahren bei der Betonpumpe und dann kann man das. Egal. Ja, ich forsche gerade noch ein bisschen, wie man. Aha. Sieht auf jeden Fall alles cool aus. Ich gucke jetzt nochmal gerade, wie lange wir brauchen, bis wir die nächsten Ausschreibungen. 8 Minuten! Sind nicht schon neue da? Ja, schon, aber irgendwie schon teilweise, aber die sind so günstig. Hier haben wir was mit Beton. Micha ist das, glaube ich, ne? Ja. Gut, dann können Aber wir das hat. Aber das weiterfahren. mit Beton. Micha hat auch Baggern wieder. Ah. Das ist nicht so geil. Nee, ist nicht so geil. Alle anderen Sachen haben nichts mit Betonmischer, weil die alle irgendwie gerade erst neu sind. Ich weiß nicht, ob irgendwie man irgendwie das nochmal künstlich anstoßen kann, das mit den. Moment, Wenn ich nehme. mal kurz, ich mache jetzt einfach mal kurz den hier, einfach mal auf der Straße aufbauen. So zum Gucken. Alter, was für Stützfüße das Ding hat. Yo! Läuft bei dem. Jo, Alter, was für ein Ding, ey. Der Tonmischer ist auch richtig riesig irgendwie. Hä, wie kann man hier noch weiter ausfahren? Ich versteh's gar nicht. Vielleicht so wie man. Ah ja, Alter. Ja gut, meine. Hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich. Hat da. Das ist schon krass. Und wie kriegt man dann die Sachen rein, den Beton? Durch einen Betonmischer. Okay, und den musst du wohin dann machen? Hier hinten Das? rein. Hast du so ein Ding noch nie in echt gesehen? Nö. Lol. Ja, Der ich kommt dann bin. hier hinten rein. Okay. Gucken wir mal, die Klappe irgendwie aufmachen kann. Da muss man dann irgendwie den Betonmischer dran stellen, oder was? Ja, hier hinten in die Klappe hier. Hier. Ah, okay, da muss man den dann reinstellen, oder? Ach so, dieses Ding da, für diesen hier, wo es runterrutscht von dem Betonmischer, okay. Das ist wieder eine ganz schöne Fummelei. Dass die so nebeneinander stehen. Ah.
Aber ich bin mal. Das ist schon krass. Betonmischer ist ja richtig einfach zu steuern. Ja, das Ding hier ist nicht so einfach zu steuern. Guck du mal, ob du es irgendwie noch weiter ausgefahren kriegst. Oder irgendwie, aber verkuppeln kann man das nicht so gut wie. Also halt nicht ganz so viele Achsenelemente. Sondern nur eigentlich ein- oder ausfahren. Ja, man kann nur weiter so machen oder so machen, genau. Mann, da kannst du nur einziehen oder. So ist drehen. So fährt man das so aus. Ja, geht nur so oder so, ne? So. Hä? Aufbauten müssen. Nee, das kann es auch nicht sein. Keine Ahnung, aber ich kann mich ja mal schlau machen, ne? Jo, da muss ich aber auf jeden Fall sagen, auch wenn wir erst bei 16 Minuten sind, war es das an der Stelle schon mal von der Folge, weil wir müssen noch Ja. 4 Minuten warten, bis die Aufträge refreshed werden und erst dann macht es Sinn. Und von daher würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.